Diese Kraft groß G ist die Gewichtskraft der Kugel. Konstruiere die Kraft, die zur Bewegung der Kugel beiträgt. Wir konstruieren zuerst zwei Parallelen zur schiefen Ebene. Die eine enthält das Zentrum der Kugel und die andere enthält den Endpunkt vom Vektor G. Durch diese zwei Punkte ziehen wir auch die zwei Senkrechten zur schiefen Ebene. Diese Kraft ist senkrecht zu der schiefen Ebene, trägt aber nicht zur Bewegung der Kugel bei. Hingegen diese Kraft ist parallel zur schiefen Ebene und sie trägt zur Bewegung der Kugel bei. Die zwei roten Kräfte sind Komponenten von der blauen Gewichtskraft. Denn ihre vektorielle Summe, das ist diese blaue Gewichtskraft. Aber die einzige der Komponenten, die zur Bewegung beiträgt, das ist diese Kraft.